Locke, Erklärung, hier der Flur, wie ihr seht. Und hier das Badezimmer, Waschbecken, Klo, Badewanne, Dusche, WC-Raum, alles hier drin, wie ihr seht. Jupp, seht ihr ja hier. Okay. Das ist der WC-Raum gewesen. Dann geht sie wieder zum Flur. Ja, dieser Flur hier, wie ihr seht. Dann geht sie zu meinem Zimmer, wie ihr seht. Hier mein komplettes Zimmer. Hier die ganzen Sachen und so weiter. Oh ja, okay. Das ist mein Zimmer gewesen. Dann hier nochmal der Flur. Und jetzt geht's hier in der Küche. Schrägstrich auch Wohnzimmer. Wie ihr jetzt hier seht. Hier die ganze Küche, Wohnzimmer, da der Fernseher, hier der Tisch und so weiter. Die Sachen so. Seht ihr ja. Da die Uhr. Dann geht's hier weiter. So, meine Mutterzimmer. Das war nämlich gerade die Küche und jetzt hier. Genau hier jetzt, meine Mutter ihr Zimmer. Hier auch die ganzen Sachen. Okay. Alles klar. Dann lege ich mich hier auf dem Doppelbett hin. Okay. Alles klar. Okay, und jetzt die komplette Wohnzimmer Video Vlog Sachen hinter den Kulissen Erklärung. Hier der Schuhschrank. Da Sachen, Spiegel. Dann hier Werkzeugsachen. Wie ihr jetzt hier seht. Und hier dieser Werkzeugschrank, da wo Werkzeugsachen drin sind und drauf sind. Ja, yep. Seht ihr ja. Dann hier dieser Flurboden. Da die Tür mit dem Spion. Und hier dieser Schuh, Stapler, Halfter, Hilfer. Ja, damit man Fuß und Schuh reinkriegt. Und da waren auch Putzsachen und so weiter. Irgendwelche Sachen. Hier die Tür. Hier die Fernsprechanlage, wie ihr seht. Da das Telefonkabel, Internetkabel auch, der Spion, damit man weiß, wer hinter der Tür ist und so weiter. Dann geht sie ins Badezimmer rein, WC-Raum, bla 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 und so weiter. Ja. Hier die Waschmaschine, da Putzmittelsachen, die dreckige Wäsche. Ja, da die Badewanne, da Duschkopf, Duschsachen und so weiter. Ja, hier Duschvorhang, Duschstange.
Da, Toilette, Waschbecken, Putzbesen, da das Fenster, Toilettenpapierhalter und hier der Waschbecken, ja schon erzählt. Und da die Putzsachen zum Gesichtspflegen, hier der Spiegel. Hier die Heizung, hier der Handtuchhalter, da auch ein Handtuchhalter an der Tür. Und hier dieser Schrank. Pflegesachen für den Körper, yep. Ah, das Licht. Und so weiter, yep. Hier der Föhn, hier. Unter dem Waschbecken dieser Schrank, da wo Sachen drin sind, Putzsachen und so weiter. Auch um das Haus gut zu pflegen. Und naja, hier auf der anderen Seite auch. Nein, im Schrank ist ja auch klar. Okay. Hier die Waschmaschine. Hier die Toilette. Da das Licht. Und jetzt hier in meinem Zimmer. Hier, wie jetzt ihr seht. Hier mein Bett, hier der Tisch, hier mein Kleiderschrank, hier meine Schulsachen auf dem Schreibtisch. Okay, hier die Lampe, die geht sogar an, ne? Yep. Okay. Dann hier an der Tür meine Kleidung für den Alltag. Wenn ich dann sofort rausgehe, hier meine Sachen an der Wand. Meine Waffen, Skateboard, Helme und Gitarre selbst gemacht. Hier meine Kindheitsfotos auch an der Wand. Da die Gardine, hier das Licht oben an der Decke. Und der Rauchmelder. Yep. Hier nochmal mein Bett, hier mein Nachttisch, das grüne Teil. Der Schrank, hier der Tisch und so weiter. Wie jetzt ihr seht. Dann hier noch ein Schrank mit wichtigen Sachen. Zeige ich euch mal hier. Nur das Nötigste drin. Meine Schulsachen aus der alten Zeit. Dokumente und so weiter. Seht ihr ja. Und hier ist auch noch was Wichtiges drin, zeige ich euch mal. Hier mache ich schon mal alles normal auf. Dann seht ihr hier erstmal Comics, meine Malsachen und so weiter, Fotos von meiner Schule. Dann hier noch was Wichtiges drin. Hier natürlich auch was drin, klar. Und hier auch was drin. Putzsachen waren das. Hier dieser Safe, den ich mal gefunden habe. Hier meine Stereoanlage und ja, hier dann noch mal die Wand mit den Sachen. Hier unter meinem Schreibtisch habt ihr gesehen auch irgendwelche Sachen. Hier mein Kleiderschrank, darüber auch Taschen und hier meine Kleidung. Schublade, rechts Unterhose, links Socken, Jacken und hier Kleider und Pullover, Oberteil und Hosenunterteil. Yep. Alles eingeteilt pro Fach. Okay.
Dann hier meine Stilanlage schon gesehen. Hier mein ganzes Zimmer. Jetzt hier seht. Hier die Skateboards. Helme, Waffen, Gitarre und so weiter. Hier mein Tisch. Hier mein Schreibtisch. Und das vor dem Sofa ist natürlich mein Essenstisch. Damit ist gleich hier die Gardine. Da der Basketballkorb. Über der Tür auch ein Basketballkorb. Aber ja, hier nochmal die Wand ausführlicher zu sehen. Hier das Bett, da wo ich schlafe. Und jetzt das Lattenrost. Und unter dem Lattenrost am Bett sind ja auch noch Sachen, die zeige ich euch hier. Seht ihr? Cool, okay. Da der Basketballkorb. Cool. Hier mein Nachttisch, da die Sachen. Da erste Fach über die Essensschublade, meine Kopfhörersammlung, also die großen Kopfhörer. Und dann der erste Schublade, da waren Elektronik-Sachen drin, bei der zweiten natürlich auch. Aber nur Mikrofon. Dann hier auch noch Sachen, Anleitung für Möbelbau. Hier Baumaschine und Trinkhelm. Okay. Dann hier ein Klappstuhl, der gelbe. Hier meine Mikrofon und Kamera-Handy-Stativ. Dann hier dieser Teddybär. Hier noch von weitem zu sehen. Und jetzt nur der Schreibtisch zu sehen in weiß. Hier in der Schublade auch Sachen. Golfball und Bandana. Dann seht ihr mich. Auch während Selfie-Video und Frontvideo die Sonnenbrille in einem Video. Das mit der Selfie- und Frontkamera. Hier meine selbstgemachten Nunchakos. Hier selbstgemachter Grill und Frisbee. Und hier meine Spielsachen. Also Spiel für Sportsachen, ja. Also Spielsport. Dann hier die Gardine und hier die andere Seite meines Zimmers. Und dann geht's zur Küche. Hier der Fernseher. Hier die Gebrauchtsachen, wie jetzt ihr seht. Da die grüne Tüte, das ist der Grill, den ich mal gefunden habe. Hier Getränke. Okay. Dann hier unter dem Tisch auch ein paar wichtige Sachen. Auf dem Tisch auch ein paar wichtige Sachen. Da die grüne Couch hier auf dem Tisch auch wichtige Sachen. Überall wichtige Sachen. Hier die komplette Küche, wie jetzt ihr seht. Da Gewürze. Da Eimer, Bottich und so weiter. Da auch Gewürze, Essen und so weiter. Yep. Töpfe und Pfannen, wie jetzt ihr seht. Jetzt mal von ein bisschen weitem. Seht ihr ja. Cool. Dann hier auch Geschirr. Am meisten Geschirr, aber da auch übrigens. Yep. Bei diesen zwei langen Schränken nebeneinander und bei diesem Glasschrank an der Wand hängen. Yep. Der Essenmacher. Hier im schwarzen Schrank auch was. Da das Licht, hier die grüne Couch und hier der Fernseher, da auch die Uhr, ja. Yep. Der funktioniert auch. Ja, yep, die Filme nochmal ganz genau zu sehen ist. Jetzt mache ich mal an. Funktioniert, geht ja auch an. Okay. Fernseher aus, weil es geht ja weiter mit dem Video.
War auch PlayStation zu sehen, ein Spiel und so weiter. Hier der Kühlschrank. Mit Essen, Trinken. Hier nochmal die Spüle. Der Dünnstaubsauger, Veressen, so. Damit der Rauch sich verdünnt. Deswegen ja das Wort dünn. Und hier kalt. Also ich meine so richtig kalt. Tiefgefroren. Kühlpacks, ja, yep, habt ihr alles gesehen. Und hier Kleidertrockner. Okay. Dann hier mein Mutterzimmer. Hier auch wichtige Sachen drin. Dieser schwarze Schrank und hier meine Muttersachen. Ja, Spiegel, yep. Hier das Doppelbett. Dann Trainingsball, da die Koffer oben auf dem Schrank. Da der Stuhl und das Fenster. Okay, hier dieser Schrank. Hier Bücher, Schubladen. Wie ihr seht. Stromkasten, Kabel, Stecker, ja, yep, aber hier erstmal der Schrank. Dann mache ich mal hier auf. Ja, yep, Unterlagen. Und. Ja, yep, auch Unterlagen, Werkzeug und so weiter, Schrauben, Klebeband. Und hier Medikamente, man muss ja auch am Leben bleiben. Können. Hier meine Muttersachen, da auch. Und hier die Kommode, da auch Sachen drin. Okay. Hier im schwarzen Schrank auch irgendwelche Sachen. Wichtige Sachen. Wie immer. Dann hier nochmal das Doppelbett. Wie ihr jetzt hier seht. Okay. Hier. Erster Schrankfach. Mit Laptop und Drucker und so weiter. Dann, wenn der Schrank hier mal zu ist. Dann hier. Diese Spiegelschrankfachseite. Und dazu ist jetzt hier auf. Kleider. Meine Mutter. Dann hier der letzte Schrankfachreihe, also der Reihe, Bücher und so weiter. Dann hier noch eine Nähmaschine. Aber die habt in der Küche gesehen, das ist nur halt dieser, wie nennt man das, Fachbereich. Aber manchmal braucht man nur eine Sache, nicht die ganze. Dann hier die Wand mit den ganzen Fotos hier. Doppelbett, Schubladen, da die Sachen drin. Hier dieser Stuhl. Für Computer, ja, yep, Laptop, ja. Yep. Okay. Braucht mal super Beleuchtung. Und hier die Schubladen. Erstmal, wenn die zu sind, dann, wenn sie aus sind. Irgendwelche Sachen da dran. Unten auch. Okay. Hier nochmal, wenn sie zu sind. Cool. Super gut. Hier auf der anderen Seite diese Schubladen. Am Doppelbett. Aber auf der anderen Seite seht ihr auch. Oh ja. Dann hier das Doppelbett. Nochmal ganz zu sehen. Da der Teddybär. Hier schläft. Super cool. Okay. Dann hier, da die Koffer, die habt ihr gesehen, aber hier die Koffer, habt ihr eigentlich auch gesehen, aber hier nochmal ausführlicher. Da auch irgendwelche Kartons, Material und so weiter, Kalender, Fotos, Fenster,
Da seht ihr mich im Spiegel, Media sowieso, aber ja. Okay, jetzt war meine Mutter im Bett, Zimmer, gehe ich dann hier raus. Wie ihr jetzt hier seht. Alles klar. Ja. Dann geht's zur Küche. Da hat der Fernseher im Winkel gesehen. Jetzt, ja, hier in die Küche. Hier die ganzen Sachen und so weiter. Da der Fernseher und der Boden. Ja. Das Papier sieht dabei aus wie Laminat auf allen Zimmern, damit es klar ist. War gerade in die Küche und jetzt hier Flur. Hier mein Zimmer, aber zur Hälfte ist es in der Küche und dem WC-Raum tatsächlich Laminat, aber sonst restliche alle Zimmer Papierlaminat. Aber Papier. Hier das Zimmer, wie ihr seht. Hier die ganzen Sachen und so weiter. Okay. Dann hier Flur, hier der Schuhschrank habt ihr gerade gesehen. Dann hier geht's zum WC-Raum, kurz gesagt. Hier seht ihr alles. Toilette, yep. Ja, Duschbereich, Toilettenbereich und WC-Bereich, Waschbereich, also für Waschmaschine, Türbereich, Bereich halt. Und hier der Flur, wie ihr seht, da meine Füße und Selfie-Kamera, mich zu sehen. Okay, das war's mit dem Vlog. Bye!